Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Wir sind hier immer noch in der dunklen Höhle. Jo, jetzt habe ich meine Waffe irgendwie nicht ausgerückt gehabt. So, vielleicht einmal kurz schnell wieder abbauen. Wir verbluten gerade. Gleich mal ein bisschen helfen. Jo. Können wir eben noch mal schnell was essen? So, komm, wir haben hier mehr als genug von. Machen wir mal ganz schnell hier. Okay, schnell wird das nicht. Sind nur 6 Lebensenergie, die wir immer wieder kriegen. Aber egal. Dann haben wir wenigstens ein paar erlegt. Dann kann ich hier jetzt nochmal ein Safe Game machen. So. Und den Mindcrawler nehmen wir auch nochmal alles mit. Aber schön, dass unser Blut hier so schön leuchtet. Wer ist denn das? Askan? Wie kommt er hier hin? Hä? Interessant. Ich sehe hier gar nichts. Wäre aber schön, wenn ich eine Fackel hätte oder so. Jo, hier hat Askan dann auch noch einen erlegt. Gut zu wissen. Da sind noch ein paar. So, machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Komm, triff den doch, nicht runterrutschen. Komm. Okay. So, dann wir wieder kurz was futtern. Alter, dauert das ewig mit dem Höhlenpilz. So, können wir jetzt hier auch nochmal ein Safe Game machen, weil wir es hier überstanden haben. Da sind wieder die Minecrawler. Wie viel haben wir jetzt an Erfahrungspunkte? Was ist denn das? Verleuchtet. Jo. Okay. Geht jetzt deutlich schneller. So, wir brauchen aber noch irgendjemanden, der uns noch schneller beibringt, mit der Einhandwaffe umzugehen. Gibt's nicht hier oben noch was? Da geht's ins Dunkle. Dann gehen wir mal dahin. Das scheint doch schon so aussehen, als müssten wir dahin. Was ist denn das? Ich glaube, das ist schon das Nest. So. Einmal vorsichtig speichern. Jo, ich habe da was gesehen. Was Dickes. Keine Ahnung, wie heftig der ist, wie stark der ist. Vielleicht noch einmal kurz. 1600 haben wir schon. So. Einmal nochmal futtern.
Ich habe das Gefühl, der produziert jetzt noch ein paar Minecrawler. So, aber wir können hier jetzt auch noch mal ein Safe Game machen. Was ist das? Minecrawler Königin. Okay. Nochmal futtern. Ja, machen wir die Höllenpilze mal leer. Scheint doch sehr, sehr stark zu sein, das Viech. Und wie klappt's noch? Alter. Ich raff es gerade nicht. Jo, schnell. Okay, Leben hat er auch ordentlich gefressen von uns. Okay, Orkblätter müssen wir mal mehr sammeln. Die oder Heilkräuter. Obwohl, hier bräuchte ich jetzt vielleicht eher... Komm. So. Ist jetzt nicht mehr viel. Jung. Nein! Vielleicht so? Nee, passiert so nichts. Okay, jetzt bluten wir erstmal. Jetzt können wir nochmal futtern. So, da haben wir wieder die 18. Ja, okay. Vielleicht jedes Mal, wenn wir diesen Zwischenschritt haben, einmal kurz speichern. So. Genau, dann machen wir hier einmal. So, und dann attackieren wir den noch einmal. Wenigstens bewegt sich die Königin gar nicht. Alter. Okay, bald haben wir gar nichts mehr zum Heilen. Aber immerhin dann Inventar mal ein bisschen übersichtlicher. So. Es nicht.
Joshi versucht wieder die Pumpe hochzuklettern. Der hat es irgendwie mit der Pumpe. So. Immer einmal voll. Nochmal ein Safe Game. Nein. Das gibt Mana. Okay. Der gibt nichts. Hier. Fleischwanzen-Ragout. Das müsste wenigstens ein bisschen ausreichen. Ansonsten haben wir jetzt nur noch das Fleisch da oben. Den gebratenen Schinken. Fleisch. Jetzt noch einmal. Ich weiß nicht, wie man gegen den kämpfen soll, wie man den besiegen soll. Also diese Königin. Hier leuchtet aber, hier blinkt so viel in den Eiern da. Wahrscheinlich. Gehe ich mal aus, dass das die Eier sind. Komm noch ein bisschen. Alter. Okay, wir werden gleich. Richtig viel vom Schinken hier auch noch los. Ich raff aber auch nicht, wie wir die jetzt besiegen können. Nein! Jo! Gleich haben wir's. Noch ein bisschen aber. So. Werden wir uns noch ein bisschen schinken? Ich habe keine Ahnung, wie doof ich mich gerade anstelle. Aber das ist momentan die beste Lösung, die ich jetzt habe. Alter, was? Okay, looten kann ich sie nicht. So. Ist das jetzt Sekret der Minecrawler? Ich habe genug Templer vor Asghans Tor versammeln können, was uns wohl in der Dunkelheit hinter dem Tor erwartet. Wir futtern jetzt aber noch einmal den ganzen Schinken auf. So. Und machen hier nochmal ein Safe Game. Muss ich jetzt mit Asghan quatschen? Deswegen? Genau, gelootet habe ich die jetzt alle. Ich habe hier aber doch noch irgendwas anderes gesagt. Diese Eier wurden von einer Minecrawler-Königin gelegt. Sie enthalten ein viel stärkeres Sekret als die Zangen der normalen Minecrawler. Ich glaube, hier gibt es aber irgendwo noch irgendwen von denen. So, kann ich hier überhaupt rein? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich traue dem nicht. Den Weg da hinten traue ich auch nicht. So. Gehen wir mal vielleicht zurück zu Asghan.
Sieht schon krass aus, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben immer noch keine Fackel. Aber wir machen gleich auch die Helligkeit wieder normal. Ich kann hier gerade gar nichts sehen. Herzklumpen? Auf dem Bildschirm sehe ich auch nichts. Finde ich super. Jetzt muss ich hier in den Einstellungen noch einmal richtig hell machen. So. Ich sehe echt nichts. Doch, da. Da ist was. Gut. Dann mache ich bei mir die Einstellungen wieder ganz normal. So, wie wir es ursprünglich hatten. So, wo ist Askan? Da. Für Gomez. Die Bedrohung durch die Minecrawler dürfte beendet sein. Die Bedrohung durch die Minecrawler dürfte beendet sein. Das ist eine gute Nachricht. Werde gleich einen Boten zu Torus schicken. Ja, nice. Boah, quatschen wir auch nachher mal mit Torus. So, dann quatschen wir auch nochmal mit Ian. Frag den mal nach, was der jetzt dazu sagt. Dass er mit den Minecrawlern hier zu Ende ist. Dann können die ja auch die Templer hier wegschicken. Jetzt aber 20 Erfahrungspunkte, Stufe 11 sind wir, Level 11. Jetzt 39.000 müssen wir schaffen für das nächste Level. Kriegen wir wahrscheinlich hin. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, was ist denn hier das Maximallevel, das man erreichen kann? Hier wirklich alles mitgenommen hat. In jedem Kapitel. Also Kapitel 1, alle einmal gekillt, erledigt, besiegt. Kapitel 2, einmal alle gekillt, besiegt, erledigt, wie auch immer. Hier lassen wir mal. Die sind zu doof. So, Schinken nehmen wir mit. Ach, da war ihn. Genau. Quatschen wir mal mit ihm. Für Gomez. Für Gomez. Ich habe das Nest gefunden. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühe. Jo. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich mach keinen Ärger. Ich... Beziehungsweise noch nicht. Wir werden noch Ärger machen, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall noch vor, früher oder später... einmal hier wirklich alle auszuschalten. Und mal gucken, was dann passiert. Aber das machen wir kurz vorm Ende des Games, des Spiels. Wenn wir auch vom Level her stark genug sind. Die Leiter. Gab es hier oben nicht noch jemanden, mit dem wir quatschen konnten? Nicht der Templer, obwohl, den können wir auch mal anquatschen. Sobald er fertig geraucht hat. Ja, jetzt. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen.
Und hier mit euren Schläfern. Der Schläfer nervt mich total. Hier, Drake, genau, mit dem konnten wir noch quatschen. Für Gomez. Hey, gute Arbeit, das mit den Crawlern. Damit hast du dir deine Aufnahme bei den Gardisten verdient. Geh doch mal zum alten Lager und sprich mit Torus darüber. Wir sehen uns. Wir werden Gardist jetzt? Dadurch? Boah, geil. War das hier der Ausgang? Ja, dann müsste eigentlich der Ausgang sein. Ja, das ist der Ausgang. Oh, ist schon dunkel. Und da sind die Templer, ne? Ich höre nicht mehr auf. Gornadrak. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Okay, den kann ich das nicht geben. Also ich muss schon wirklich direkt ins Sumpflager gehen zu Korkalom und dem das geben. Würde ich mal eben machen. Können wir ja eben schnell machen, da hingehen. Es ist ja schon auch dunkel. Und... ja, okay, nachts werden wir hier nicht attackiert. Es ist nur die Frage, wo war nochmal der Weg? War das hier durch? Ich sehe gerade gar nichts. Wo bin ich denn? Ah ja, genau, hier durch. Ich habe aber keine Fackeln mehr. Ich brauche eine Fackel. Auf dem Bildschirm sehe ich auch nichts. Gerade. Doch, hier. Muss ich eben kurz auf den Bildschirm gucken. So, noch mal ein bisschen Schinken eingesammelt. Geht auch. So, und dann dürfte hier auch nichts mehr sein. So, jetzt sind wir aus dem Wald raus. Ja, jetzt kann ich hier auch wieder besser sehen. Wir sind hier, dann können wir auch zuerst zu Torus gehen. So. Hey, gut, dass du da bist. Torus will dich sprechen. Was will er denn? Nice. Das wird er dir schon selber sagen. Und, was machst du hier? Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Ich werde bald euch alle auseinandernehmen. Zumindest für eine Folge. So eine Extra-Folge. So, wo ist Torus? Da ist Torus. Ne, das ist nicht Torus. Okay. So. Dann gehen wir mal hier hin. Finger weg! Finger weg! Ich wollte nur ins Bett mich legen. Ja, bis zum nächsten Morgen. Lass mich mal vorbei. Ich will doch auch nur raus. So, wo ist Torus? Da ist er. Nee, das ist er nicht. Was ist
Diego, wo ist Rodos? Hä? Muss ich den jetzt suchen? Scorpio? Gardist? Ich hab keine Ahnung, wo gerade Chlorus ist. Bartolo? Sidra? Adam? Nehmen wir mal den Schinken mit. Das Fleisch. Reisschnaps. Ja, nehmen wir auch mit. Bier. Reisschnaps. Komm, den nehmen wir auch mit. Da können wir nichts mitnehmen, okay. Oh, mit. So, aber wo ist jetzt Rodos? Scar? Arto? Serafia? Angela nimmt gar nichts dazu. Ja, okay. Ja, aber wo ist Taurus hin? Oh, hier geht's auch noch nach oben. Da ist es da oben. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Da hat jemand gemeckert, dann gehen wir lieber nicht da hoch. Aber wo ist Taurus? Das passiert mir nicht. Für Gomez! Für Gomez, wo finde ich Taurus? Wo finde ich Taurus? Er steht für gewöhnlich am Eingang zur Burg. Aber da ist er doch gerade nicht. Torwache, Torwache, wo ist Taurus? Diego, hast für du Taurus gesehen? Mach's gut. Das ist packen. Für Gomez. Für Gomez? Wo bin ich jetzt Taurus hin? Gardist, Gardist? Ich hab keine Ahnung, wo Taurus ist. Verlass dich auf. Das ist doch Bloodwind, oder nicht? Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, Digga, dich hau ich bald als aufs Maul. Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, dem hau ich noch bald aufs Maul, wirklich. Aber wo ist Taurus denn? Taurus hier? Wenn du meinst. Für Gomez! Für Gomez, ja. Na, alles na, klar. Na, alles klar? Lunger hier nicht rum. Geh rein. Da ist Scorpio. Gardist, Gardist. Wo ist Taurus? Ja, okay. Dann egal. Hör nicht mehr auf das. Manche lernen. Gequatscht. Suchen wir. Verlass dich auf jemanden. Jemand anders. Solange ich erstmal. Ich halte mich da. Vielleicht läuft er hier auch irgendwo rum. Ich halte mich da lieber raus. Gardist. Gardist. Noch ein Gardist wahrscheinlich. Ja, egal. Dann gehen wir erst einmal ins Sumpflager. Geben denen halt die Sekrete. Und dann kommen wir später hier nochmal hin. Und suchen Taurus. Dann würde ich auch sagen... Ah, ne, da ist er ja. Dann quatschen wir jetzt mal mit dem. Für Gomez. Für Gomez. Du wolltest mir etwas mitteilen? Du wolltest mir etwas mitteilen? Ja. Durch das, was du in der Mine getan hast, hast du nicht nur deine Tapferkeit, sondern auch deine Stärke und deine Fähigkeit im Kampf unter Beweis gestellt. Ich bin bereit, dich in die Reihen der Gardisten aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Wie sieht's aus?
Ich will Gattnis werden, ja. Ich interessiere mich für den Weg der Magie. Gardist. Ich will Gardist werden. Das freut mich. Doch zunächst, es gibt da ein paar Dinge, die ich jedem Neuen sage. Pass gut auf, denn ich sage sie nur einmal. Okay. Bisher hast du versucht, auf eigene Faust zu überleben. Damit ist nun Schluss. Meine Jungs halten zusammen. Wir Gardisten beschützen die Erzbarone. Das Erz, das Lager und die Mine. Die Butler schürfen das Erz. Aber wir sorgen dafür, dass sie nicht von den Crawlern gefressen werden. Die Barone verhandeln mit dem König. Aber wir decken ihren Arsch dabei. Wir stehen Tag und Nacht in der Mine. Wir stehen Tag und Nacht an den Toren des Lagers und passen auf, dass alle ruhig schlafen. Als wir hier angefangen haben, da waren wir freiwillig. Aber wir haben uns behauptet. Wir alle haben hart dafür gearbeitet, uns dieses Leben aufzubauen. Ich erwarte nur eins von meinen Jungs, dass sie zusammenhalten. Denn nur wenn wir zusammenstehen, dann werden wir das alles behalten können. Dann überleben wir. Alles andere wirst du schon mit der Zeit rauskriegen. Halte dich bereit und hilf da, wo gerade Not am Mann ist oder irgendwas zu erledigen ist. Du kannst dir bei Stone deine Rüstung und dein Schwert holen. Du findest Stone im inneren Ring, in der Schmiede. Jo, geil. Zwei Händler kann ich bei ihm lernen. Begreifen, ja. Kannst du mich trainieren? Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und deine Stärke verbesserst. Ja, könnten wir auch machen bei ihm. Aber das ist jetzt nicht das, was ich nehmen will. Ich hab gehört, du bist jetzt einer von uns. Nicht schlecht in so kurzer Zeit. Jo, danke. Na, alles klar? Lunger hier nicht rum. Geh rein. Okay, da ändert sich nichts. Boah, dann geh... Ach, noch eine Sache. Willkommen bei der Garde. Jo, alles klar. So, dann würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns eine neue Rüstung holen und ein bisschen trainieren gehen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.